Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen News-Ausgabe zu Skull and Bones. Das Ganze ist ein Piratenspiel von Ubisoft und Ubisoft hat eben dieses auf ihrer Pressekonferenz auf der E3 zum ersten Mal so richtig ausführlich vorgestellt. Wenn du also auch in Zukunft keine News zu Skull and Bones verpassen willst, dann abonniere einfach diesen YouTube-Kanal, weil wir werden hier in Zukunft alles, was du zu Skull and Bones brauchst, präsentieren. Wie gesagt, Ubisoft hat auf der E3 nun wirklich mal richtige Details zu Skull and Bones präsentiert. Unter anderem gab es zwei Trailer zu sehen. Das war einmal so ein Cinematic-Trailer und dann auch noch einen Gameplay-Trailer. Die Hintergrundgeschichte zu Skull and Bones beleuchtet die Piraten der Karibik. Diese sind nämlich tot. Die europäischen Königshäuser haben die karibischen Freibeuter geschlagen. Und wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, der wird gehängt. Wir spielen in Skull and Bones natürlich einen Piratenfürsten und auf die Begnadigung des Königs, da scheißen wir mal. Und deshalb fliehen wir in Skull and Bones in den Indischen Ozean und bauen uns dort unser neues Piratenreich auf. Das zur Hintergrundgeschichte. Skull and Bones wird ein Mix aus PvE und PvP werden. Das Ganze ist eine Online-Geschichte und sieht wirklich richtig nice aus. Im eigenen Unterschlupf wird man sich dann eine Flotte zusammenstellen können, indem man Schiffe kapert und Crews rekrutiert. Inwiefern Crews einen Einfluss auf die Eigenschaften eines Schiffs haben werden, das weiß man noch nicht so genau, aber da man wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten schon sehen konnte, bleibt auf jeden Fall die Hoffnung auf ein ausgefallenes RPG-System. Beim Setting kann man natürlich an Sea of Thieves erinnert werden, allerdings steuert sich zumindest das Schiff in Skull and Bones komplett anders, denn hier brauchen wir nicht eine komplette Mannschaft aus Spielern, sondern können unseren Kahn alleine steuern. Die Crew wird dabei komplett vom PC, also von der KI gesteuert und von daher brauchen wir halt nicht ganz viele Spieler, um ein Schiff in Bewegung zu bringen. Je nachdem, was man dann gerade auf dem Schiff macht, wechselt dann die Kamera zwischen Kanone, Außenansicht und Brücke hin und her. Von daher können wir alles selbstständig bedienen. Neben der Crew kann man dann natürlich noch eine ganze Menge Details am Schiff modifizieren. Laut Spielbeschreibung auf der offiziellen Webseite kann man wohl eine komplette Flotte unterschiedlicher Schiffe zusammenstellen und erstellen. So kann man sich auf jeden Fall eine einzigartige Flotte zusammenstellen und fährt nicht mit 1000 Klonflotten über die Meere. Im Gameplay-Trailer sieht man schon mal, dass man die Brücke, das Steuerrad und die Galionsfigur ändern kann. Das scheinen auf jeden Fall erstmal nur rein kosmetische Änderungen zu sein, da man bei diesen Einstellungen jetzt keine konkreten Eigenschaften oder so sieht. Aber selbst wenn es denn nur kosmetisch sein sollte, finde ich es auf jeden Fall ganz nice, weil, wie gesagt, so kann man sich seine Flotte individualisieren. Bei der Bewaffnung sieht das Ganze dann schon ganz anders aus, nämlich die unterschiedlichen Kanonentypen haben dann auch tatsächlich unterschiedliche Stats. Von daher könnt ihr da aufrüsten und auch in unterschiedlichen Seltenheitsgraden eure Kanonen auf das Schiff anbringen. Die Seeschlachten finden in einer Shared World statt, also in einer Spielwelt, die man sich mit anderen echten Spielern teilt. Allerdings sieht es bisher so aus, als ob man vor allem gegen NPC-Gegner antreten würde, also scheint der Fokus doch auf PvE zu liegen. Die Seeschlachten erinnern dabei so ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag, finde ich, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen, weil in Black Flag waren die Seeschlachten ja auch wirklich pompös. Ihr werdet in Skull and Bones aber auch auf jeden Fall PvP-Gefechte ausführen können. Man soll sich für PvE-Gefechte auch mit anderen Spielern zusammentun können, auch gegen Bosse kämpfen können. Das PvP, könnte ich mir vorstellen, ist dann eher so wie bei Division, die Dark Zone zum Beispiel, also in einem eigenen ausgelagerten Gebiet, in dem dann PvP stattfindet. Wenn man wieder den Vergleich zu Sea of Thieves herbeizieht, scheint auf jeden Fall Skull and Bones nicht ganz so simulationslastig zu sein wie das Spiel von Rare. Die Schiffe scheinen wesentlich direkter zu reagieren und das Ganze scheint ein wenig actionlastiger zu sein. Es gibt zwar auch ein Windsystem in Skull and Bones, allerdings scheint das nicht ganz so tiefgreifend wie das von Sea of Thieves zu sein. In Sea of Thieves ist es ja eher so, dass man da halt Momente mit dem Team kreiert, also dass man durch das Zusammenspiel halt den Spielspaß kreiert. Bei Skull and Bones haben wir da eher den Fokus dann auf intensiv inszenierte Seeschlachten mit Hollywood-Charakter und da muss dann jeder selber gucken, auf was er da mehr steht.
Ursprünglich sollte Skull and Bones noch 2018 erscheinen, aber schon weit vor der E3 hat das Entwicklerteam eine Verschiebung angekündigt. Der Titel wurde nun auf 2019 verschoben. Dafür soll es aber vor Release noch eine Beta geben für PC, für PlayStation 4 und Xbox One. Für diese Beta könnt ihr euch auch jetzt schon anmelden. Allerdings, wann die Beta startet, das steht noch in den Sternen. Das sind auf jeden Fall alle Details, die man so aus der Ubisoft PK von der E3 ziehen konnte. Was haltet ihr von Skull and Bones? Habt ihr Bock darauf oder lässt euch das Ganze eher kalt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video hier gefallen oder informiert hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit Skull and Bones und anderen Spielen versorgt zu sein. Mir bleibt am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.